Game over! Aha! Hello! Here we go! Da bin ich auch mal wieder. Ja, willkommen zurück. Erstmal was anderes außer Hallo und herzlich willkommen zurück. Naja, wir machen ein paar Nintendo Switch. Und zwar, wie ihr seht hier schon, dass die beiden Lieder sind. Das heißt ja, man war schon auf der Seite, aber ich habe die Tests noch nicht gemacht. Tatsächlich, ich war noch mal auf der Seite, um da mal zu testen. Also nicht die Tests, sondern Aufnahme, ob das alles so gut ist. Und zwar haben wir, wie gut kennst du dich mit der Nintendo Switch aus? Das können wir ja zuerst machen, weil es gab vor dem Release dann noch der Test dazu, der nach dem Release kam. Dann noch, wie gut ich sie kenne, ne, am 20.08. Und dann noch vor zwei Tagen ein Experte. Also vielleicht, bis immer später, denke ich mal, bei Vor-Release, dann Nach-Release, dann hier, ja, mal gucken, dieses Quiz ist für absolute Kenner. Oh, noch eins für absolute Experten. Naja, fangen wir mal hier an. Und wir werden erstmal bombardiert mit Werbung oder was? Nein. Aber wir haben Zeit. Oh, ich habe doch angefangen, das zu sagen. Ja, toll. Fangen wir leicht an. Wann wird die Switch released? Naja, sie wurde schon released am 3. März. So, wie heißt das Gimmick, das Nintendo die Switch eingebaut hat? HD Rumble. Ich will ja noch mal kurz was sagen. Ich habe ja gesagt, dass ich, da steht ja immer noch in meiner Kanalinfo, dass vorerst nur Let's Plays kommen. Deswegen wird auch hier in diesem Video erstmal im Test auch was mit Spielen kommt. Und ja, welches dieser Spiele erscheint zum Release der Switch? Ja, wäre ganz gut toll gewesen. Ja, ganz interessant. Okay, ja, wenn es gut ist. Aber hier, das Spiel. So. Wie wird das neue riesige 3D Mario heißen? Super Mario Rumble World? Nein. Super Mario Odyssey. Wollte ich mir vorstellen. So. Wie viel wird die Switch in Amerika kosten? Kostet sie da? Ja, $299. Nee. Wer weiß, die hätte bei uns 500 gekostet, wenn die in Amerika 400 kostet. Die Händler haben ja Freiwahl. Gut. Wie heißt die neue Nintendo IP? Ach, Waluigi's Big Adventure Arms. Wann erscheint Super Mario Odyssey zum Release? Das Game gibt es gar nicht. Winter 2017 zwar nicht zum Release, aber ein paar Wochen später. Ja, noch im Herbst eigentlich, ist ja jetzt klar. Aber hier war es halt noch für Winter. Welches Spiel ist für den Sommer 2017 geplant? Super Clips Mario Kart Splatoon 2. Wann erscheint Mario Kart 8 Deluxe? Winter, Sommer, 3.3., 28. April. Wann fand die Präsentation überhaupt statt? 11.8., 7., 13.8., 14., 12.1. Oh. Ja, am 12. Genau, 12. Und eine Auswertung? Du bist ein Switchmaster. Du kannst definitiv von deiner PlayStation 4, Xbox One, Wii U, so Switch, rüber switchen, wenn du verstehst, was ich meine. Ha, was? Da war eine falsch. Toll. Ja, ich habe keine PlayStation mehr und Xbox One, steinigt mich, aber ich habe auch keine Wii U, also steinigt mich denn nicht, ne? Ich meine nur, weil ich das so viel weiß. So, richtig. Richtig. Richtig, richtig, richtig. Ja, wetten, ich habe jetzt... Nein, das war der 3... Ja, jetzt fällt es mir wieder ein, das war Freitag der 13. Ach. Bisschen blöd, ne? Gelaufen. So, es gibt ja noch mehr Tests. Was war hier das Test? Da war ich noch gar nicht drauf, okay. Welches Spiel ist am besten? Alles wurde lang erforscht. Zelda Breath of the Wild, Mario Kart 8 und Switch. Ja, natürlich. Also komm. Also selbst wenn ich jetzt ein anderes besser finde, aber insgesamt, ne? Wie heißt die Firma? Nintendo? Wie großer Nintendo-Fan bist du? Ich liebe Nintendo, großer Fan geht so, kein... Ja, großer. Welche Konsole ist besser? Wii U, Switch, 3DS, Wii U? Oh, also, ja, ich habe eine Wii hier stehen und New 2DS seit ein paar Monaten. Was, welche ist besser?
Mir fällt jetzt zu welchem Vergleich jetzt, welche ist besser? Also quasi ist dies zum Beispiel die Wii U besser als die 3 hier, weil es ja kein Vergleich. Na gut, ja, die Switch, komm, die nehme ich. Wie groß ist die Konsole? Groß, mittel, klein? Mittel, denke ich mal so. Und wann kam die Nintendo Switch heraus? 96? Oh, da hätte ich es noch nicht mal spielen können. 15, 17, 4, 17. Aber welchen Alters mache ich gerade 8 Deluxe? Ich hab's hier liegen, aber selbst wenn ich es nicht hier liegen habe, ich weiß es genau. Ab 7 gibt es irgendwie, glaube ich, keine Einstufung. Hier, USK, es gibt, glaube ich, 0, 6, 12, 18 und... Ne, 0, 6, 12, 16, 18. Oder ab 12, nein, es ist so freundlich, ab 0. Wie geht es weiter, Nintendo? Switch. Hat dir der Test gefallen? Ja, super, war gut. Geht besser, nicht so gut, war... war gut, ja. Hier ist gerade ein Punkt auf meinem Laptop, das drauf stünde, wäre gut. Soll ich wieder einen machen? Ja, bitte. Ja, wenn du willst. Nein. Nein, komm nie wieder. Wow, nein. Oder nein, komm nie wieder. Was heißt das, wenn ich jetzt sage, nein, du sollst keinen machen? Dann will ich das auch nicht. Ja, wenn du willst. Ne? Das war perfekt. Arbeitest du bei Nintendo? Nee, ich glaube auch dafür reicht's nicht. Und das will ich auch irgendwie nicht so. Ja, wie viel habe ich denn jetzt? Ich glaube, alle. Ja. Alle. Dann machen wir jetzt mal den nächsten Test. Ja, also die Tests, ich will jetzt mit der Schwierigkeit, das hat jetzt nichts zu tun, aber die hatten jetzt mal 10 Fragen. Vielleicht nicht unbedingt schwieriger, wäre auch gut, aber mehr Fragen. Oh, doch nicht. Zum Anfang des Quiz nehmen wir mal eine recht einfache Frage. Wann ist die Nintendo Switch erschienen? Ach, na gut, dann nochmal. Dritter. Nächste Frage. Ach, da muss ich immer neu laden. Welches Spiel war direkt erhältlich? Gibt es auch zwei andere? Mario Maker Deluxe? Wäre geil. Odyssey? Nee, falsch. Das ist überhaupt falsch geschrieben. Nichts dagegen, wenn man es verschreibt. Welches Spiel kommt am Oktober für die Switch heraus? Mario Odyssey, Bomberman, Mario Maker Deluxe, Smash Bros. 4 Deluxe, Mario und Luigi. Ein chaotisches Team. Wären alle ganz interessant. Bomberman kam schon, aber... Das. So. Welche Konsole wird oft mit der Switch verglichen? Wird überlegt, was man sie eher kaufen soll. PlayStation, Wii, Xbox One, Game Boy Color, DS oder Wii U? Oh, das, die Frage ist gar nicht so einfach. Weil der Game Boy Color, der ist halt schon ziemlich alt. Der ist von 98 in die Wii U. Naja, das ist jetzt schon die alte Generation DS, wenn sie eher kaufen soll. Oder eine PlayStation 4. Ich nehme einfach die PlayStation 4. Weil DS, weil es gibt jetzt noch 3DS, kann ja sein, dass es auch der 3DS sein soll. So, was ist die große Besonderheit der Nintendo Switch? Dass sie von einer anderen Firma geklaut worden ist, dass man sie überall mit hinnehmen kann, dass sie gut aussieht, dass sie so günstig ist, dass alle Games Multiplayer Games für sich und seine Freunde sind. Dass man sie überall mit hinnehmen kann, ne? Dass sie so günstig ist, ja. Wer ist leider an der Entwicklung von der Legend of Zelda Breath of the Wild gestorben? Ruhe in Frieden. Ja. Ja. Nein. Ja. In der Entwicklung. Achso, in der Entwicklung. Shigeru Miyamoto, das wäre ein bisschen traurig. Toll. Ja, hier war nochmal ein kurzer Schnitt. Tut mir leid. Also erst musste ich wegen der Frage lachen. Wegen Bibi's Beauty Palace. Aber dann, als ich Satoru Iwata oder Shigeru Miyamoto gesehen habe, ich wollte nicht heulen. Aber das Problem ist, ihr könnt mich auch gerne steinigen, als Kind, da war ich auch noch ein Kind, so diese ganzen Nintendo Directs, wo er dabei war, die habe ich nie gesehen. Und wenn ich die Person, selbst wenn ich sie gesehen hätte, ich hätte nicht gewusst,
dass das Leute sind, Oberhäupte, die dort arbeiten. Und deswegen habe ich habe es zwar mitbekommen, als die es gesagt haben, aber ich wusste selbst nicht, wer das ist. Also, ich habe schon dann gewusst, da gearbeitet. Schon schade, aber an sich kannte ich ihn nicht. Ich wusste ja nicht, wie aus die Wände nicht gerade Bilder sind. Tut mir leid. Aber wir machen erstmal weiter. Und Domtendo, ja, da hätte ich schon eher auch was, weil den kannte ich schon. Ein paar Jahre mehr. Schon so 5-6 Jahre. Naja, wie teuer war die Switch circa zum Release? 100? Ja, natürlich. Nein. 300 wäre noch. 330 circa. Da kommt jetzt auf den Laden an, die hatten auch immer wieder Angebote. Mal sehen. So, nächste Frage. Wie war vor dem 13. Januar der Kosename für die jetzige Nintendo Switch? Ich weiß ja, dass es NX ist, aber im Oktober 2016, da gab es schon mal eine Ankündigung. Und da wusste man, dass die so heißt, ne?